Piano, galopp. Ich fühle mich frei von Gedanken, von der Seele, frei wie so ein Vogel einfach. Ja, ist einfach ein ganz tolles Erlebnis, obwohl man es seit Jahren macht oder so, wenn man dann so ein Strahlen im Gesicht sieht oder bei jemandem, der sonst irgendwie ängstlich oder eher zurückhaltend ist, dass er sich dann traut, etwas zu erzählen oder zu berichten, was ihm sonst schwerfällt. Im Nachmittagsbereich gibt es dann eine zweite Reiteinheit eigentlich. So ist der Tagesablauf im Großen und Ganzen. Und das kann ein Ausritt sein, das kann aber auch eine Einheit hier in der Halle sein. Heute Morgen haben wir einen Trailparcours draußen auf der Wiese gemacht. Kutschfahrt, die haben wir noch zusätzlich angeboten. Also es ist sehr unterschiedlich. Wir reiten heute draußen. Das Wetter ist sehr gut. Die Wolken habe ich jetzt extra weggeschoben, dass es nicht geht. Es geht einfach wirklich um Spaß, um Genuss, um Erleben mit dem Pferd in der Gemeinschaft, aber auch, wir sind ja draußen, also auch in der Natur und im Freien. Ja, aber insgesamt schweißt es auch zusammen. Ne? Man braucht Hilfestellung, der eine führt den anderen, der andere bringt dem anderen die Treppe beim Aufstieg. Halt mal das Pferd, ich muss noch mal eben dies machen. Also von daher ist da irgendwie ganz, ganz viel Dynamik drin, soziale Komponenten. Was ich an Pferden mag, ja, dass sie dann so nehmen, wie ich bin, so. Pferde sind an sich ja schon motivierende Wesen, ganz viele Ausstrahlung. Pferde sind nicht so nachtragend wie Menschen. Und deswegen Pferde.